Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Horse Riding Tales. Und oh mein Gott, wie geil ist das Pferd denn? Der Gilded Clydesdale ist beim diesigen Event drin und das werden wir auf jeden Fall als Stream machen. Denn ihr habt schon gesehen, es ist mein Favorite Minispiel. Also nicht. Es ist Go Jump und Go Jump werden wir auf jeden Fall werden wir auf jeden Fall nach oben machen, dass wir da, dass wir so Rang 4, Rang 5 definitiv rein haben. Am besten natürlich immer Rang 5, weil wir da die doppelte Chance haben auf eins dieser Pferde. Und ja, wir machen uns direkt gleich mal an eine Runde Go Jump. Dann könnt ihr mir auch im Stream teilweise Abkürzungen zeigen, denn ihr habt immer wieder von einer Abkürzung geredet, die ich immer noch nicht gefunden habe. Ich kann es mir nicht erklären, wo die ist. Dafür werden wir das Ganze aber auch als Stream machen und es geht los. Mal gucken, wie wir uns am ersten Mal schlagen. Am ersten Mal bin ich immer super motiviert, bis ich dann runterfalle und dann weine ich immer. Deswegen, noch ist alles easy. Oh, wenn ich sogar das hier schon am Anfang schaffe, ey. Das ist eigentlich völlig egal, ob man das macht oder nicht. So, dann reden wir mit der Dame hier, mit Misty. Misty, mein Name ist Ash. Ich habe ein Pikachu gefangen. Alles klar, ich bin Wassertrainerin. Okay, weiter geht's. Wir kriegen 10 Punkte. Und lassen uns, das sind fliegende Pets in der Luft. Okay, ich vergesse jedes Mal, wo die Abkürzung ist. Was heißt jedes Mal, ich vergesse es? Ich finde sie einfach nicht. Ihr sagt mir immer, ich soll mich irgendwo umdrehen. Das ist alles, was ich noch weiß. So. Anlauf nehmen. Wuhu. Irgendwie, bei dem Sprung habe ich immer Schiss, aber irgendwie schaffe ich ihn jedes Mal. Ba, 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 ba. Ba, ba, ba. So. Hallöchen, Guardsman Joe. Warum laufen Sie gegen die Wand? Mein Name ist Fabiana. Ich möchte hier einkaufen. Dankeschön. Wir gucken mal, ob es hier neue Sachen im Shop gibt. Nee, also das Sinnigste ist, denke ich mal, dass man hier sich wirklich so ein Pet holt. Ach, man kann die jetzt auch mit Gems kaufen. Seht ihr das? 1300 Gems für... Das geht tatsächlich. Also wenn man überlegt, was ein Pferd und alles kostet, dann kann man tatsächlich mit dem Preis wirklich eigentlich leben. Aber ist mir für ein Pet tatsächlich ein bisschen heftig. Für ein Pferd, klar. Aber für vor allem ein Tier, was man verdienen kann, das darf man auch nicht ganz vergessen. Es ist zwar viel, was man dafür braucht, aber es ist irgendwie immer noch ein geileres Gefühl, wenn man sich dann selber das Ganze verdient hat. So geht es mir da zumindest. Und gerade die Tiere hier kriegt man doch verhältnismäßig einfach, will ich jetzt nicht sagen, weil es dauert halt wirklich. Ich fände es ganz geil, wenn man das anteilmäßig bezahlen könnte. Das heißt, wir haben jetzt zum Beispiel 75.000 kostet der Drache. 5.000 haben wir. Das ist, naja, ich will nicht sagen ein Zehntel, aber fast. Das heißt, man könnte ja 130 Gems dafür eintauschen, dass man das ein bisschen billiger bekommt. Würde, denke ich mal, glaube ich, die Leute ein bisschen mehr motivieren. So. Ich weiß gar nicht, warum man dann nach links gehen sollte. Hat das irgendjemand mal gemacht? Nee, es kann ja nur Blödsinn sein eigentlich, oder? Wofür ist dieser Weg? Oh. Seht ihr das? Wofür ist denn dieser Weg da? Also ich will den nicht laufen, weil das meiner Meinung nach komplett in die falsche Richtung geht. Und ich den Weg ja hier eigentlich ganz gut kenne. Ich muss überlegen, wann wir den Stream machen, denn morgen kommt irgendwie der Schornsteinfeger. Habe ich gelesen auf meinem einen komischen Ankündigungszettel. Die schmeißen ja immer so ein Zettelchen in den Briefkasten rein. Deswegen kann ich nicht genau sagen. Oh Gottes Willen, war das knapp. Ich hätte da auch weiterspringen können. Kann ich da nicht genau sagen, wie das ausschaut. Der braucht aber, denke ich mal, nicht so lange. Also wenn wir da irgendwie das Ganze geklärt haben. Oh Gott.
Mein Herz, ey. Na, bisher, so weit läuft das doch ganz gut. Das ist so eine Stelle, wenn man hier runterfällt. Oh Gott. Wenn man hier runterfällt, kurz davor, das ist sehr unangenehm, weil das ist wirklich ein weites Stück, was man wieder laufen muss. Es gibt so ein paar Stellen vor dem Ende. Oh mein Gott. Also es gibt so ein paar... Oh, Hilfe. Es gibt so ein paar Stellen, die sehr, sehr viel Zeit kosten, wenn man da runterfällt. Hier bin ich immer noch unschlüssig, ob ich diesen Sprung wagen sollte immer oder einfach das hier mache. Das ist ja ein bisschen Risiko, wie ihr seht, weil die Gefahr höher ist, dass man runterfällt. Aber dafür hast du halt nicht das Risiko dieses einen Sprunges, finde ich zum Beispiel. So. Warum steht da eigentlich da oben bei mir gar keine Zahl? Oh Gott, das sieht immer so aus, als würden die Leute runterfallen. Seht ihr das? Das sieht voll schlimm aus. Denkst du immer so, nein, die haben es nicht geschafft. Papa, pa, Pokerface. Papa, Pokerface. Ich schaff das. Hallo, Paige. Guten Tag. Einmal hallo. Paige. So. Das hier ist eigentlich die Stelle, die mit diesen anderen Stellen, mit diesem anderen Plattform-Ding zusammen am längsten dauert. Außer man ist gerade so lucky wie ich jetzt hier. Warum ist das eigentlich so ein bisschen versetzt? Egal. Oh, Gottes Willen. Diese Sprünge, diese Weiten, da bin ich immer super nervös von. Egal, wie oft ich die schon gemacht habe. Okay, ich hatte gehofft, dass Paige vielleicht eine Abkürzung hier kennt. So. Oh. Das ist auch so ein Sprung, bei dem ist es immer für mich so... Uff. Oh mein Gott, das ist immer so ein Sprung. Ich hoffe, die Paige hat es auch geschafft. Ja, gib mir einfach meine Punkte, red nicht so viel. Der hat auch gesagt, das nächste, was kommt, ist ein bisschen tricky. Ah, die hat es geschafft. Sehr gut, Paige. Bin stolz auf dich. Ja. Die hat gesagt, das nächste ist ein bisschen tricky. Und das ist tatsächlich auch richtig. Aber wenn man das so macht, wie ich jetzt gerade, kürzt es sogar ganz gut ab. Da spart man sich nämlich so diese ersten 4-5 Sprünge. Man könnte auch immer versuchen, auf den nächsten zu springen. Aber man kommt halt immer mit dem Kopf irgendwie an diese Plattform ran. So war es halt bei mir zumindest immer. Deswegen mache ich das lieber auf ein bisschen entspannter. So weit, so gut. Bisher rage ich noch nicht. Meine Stimme ist auch ein bisschen im Keller. Gerade. Also wenn ich jetzt schreien würde, würde das meiner Stimme gar nicht gut tun. So, um Gottes Willen. Okay. Einmal das hier. Irgendwie sind die hier gerade komisch versetzt. Was ist das? Aber egal. Ich hatte das noch nie, dass die so komisch ineinander gesteckt haben. Hier ist dieser kleine Hubbel. Genau, da muss man aufpassen, dass man am besten erst hier läuft. Ansonsten springt man nämlich, wenn es ganz blöd läuft, springt man an diesem Hubbel ab. Und dadurch schafft man den Sprung halt dann gar nicht. Das ist mir auch schon mal passiert. Aber das ist so der Tipp, den ich jedem hier geben kann. Und jetzt kommt für mich mit eine der unangenehmsten Stellen. Das kann ich auch sagen, warum. Wenn man jetzt hier runterfällt, hat man einen sehr, sehr weiten Weg. Also das ist halt wirklich, guckt es euch an, das ist kleiner Dreck, auf dem man steht. Also es ist halt wirklich super mini. Und wenn man das jetzt hier alles nochmal machen muss, boah, ey, ich kann es euch sagen, sehr unangenehm. Hier ist es halt so, wenn man jetzt wirklich bei dem, wenn man diesen Weg da über den Berg abkürzen könnte, das wäre so viel schneller. Aber ich habe da noch nichts gefunden, was irgendwie abkürzend wäre. Hä? Ah, verdammt.
Hä? War das schon immer so lange? Haben sie das irgendwie gefixt oder so? Irgendwie war das. Ist das jetzt. So. Also das hier, muss ich sagen, ich weiß nicht, ob das so gewollt ist, so wie ich das jetzt die ganze Zeit immer mache. Keine Ahnung, ob das so gewollt ist. Aber so funktioniert's halt. Oh Gott, das will ich, dachte ich, glitch weg. Okay. Hier sind wir jetzt schon mal bis zu dem Punkt, der eigentlich, ja, das bis hierhin ist, muss ich sagen, schon, das hat man schon in dieser, wie sagt man, in dem Muscle Memory, also in dem, das hat man schon so drin, dass man das eigentlich blind hört sich falsch an, weil ich muss ja trotzdem sehr stark aufpassen. Also man, ich habe das safe nicht blind drin, aber ich habe das so drin, dass ich es bis hierhin recht gut schaffe. Alles, was jetzt halt kommt, ist sozusagen so immer das, wo ich doch sehr selber sehr unsicher bin. Also das hier nicht. Das hier ist eigentlich noch recht angenehm. Es geht halt wirklich los mit diesem Sprung. Mit diesem weiten Sprung. Mit dem geht's halt los. Und wenn der schon nicht gelingt, also der Sprung, der da vorne ist, das ist so, das ist mein Hasssprung. Okay. Okay, meine Güte, wir haben es geschafft. Oh Gott, meine Stimme, ey. So. Das hier ist halt auch so ein Ding. Also generell, alle diese Stellen hier sind halt, es ist immer noch ein Handy-Game, ne, muss ich sagen. Und daran seht ihr halt das Problem. Die Abfrage ist nicht sehr genau. Die ist wirklich nicht sehr genau. Und weil die Abfrage so ungenau ist, ist das Springen sehr, sehr schwer. Also für jeden von euch, der das guckt hier und das selber sehr leicht findet, ich muss sagen, das macht es extrem schwer. Diese ungenaue Abfrage macht solche Außenrumsprünge, wie das jetzt eben, macht super, super. Das macht es sehr, sehr schwer. Und das ist sozusagen auch mein Grund, warum ich bei solchen Sachen so struggle. Ich verstehe es, ich habe verstanden, was ich machen muss. Ich weiß auch, wo ich hinspringen muss. Aber die Abfrage ist sehr ungenau. Also ihr seht es jetzt selber hier auch teilweise, man springt ein bisschen komisch, schräg und das ist sozusagen so ein bisschen das Problem an der ganzen Sache. Für ein Handygame ist dieses Minispiel hier super cool. Also und ich schaff's nicht. Ja, scheiße. Das ist wirklich, das macht einen irre, diese, also ich könnte jetzt auch schon wieder schreien, ey. Weil es ist halt wirklich so, es gibt, glaube ich, für einen Gamer nichts Schlimmeres, als wenn du die Mechanik verstehst, aber das Spiel dir nicht erlaubt, sie zu machen. Also stellt euch vor, das ist ein Quiz, was ihr spielt und da steht 1 plus 1. Und egal, wie oft ihr auf 2 drückt, das Spiel schreibt einfach immer 3 rein, in das Feld rein. Das würde euch auch super aggro machen, glaube ich. Weil das ist ja nicht das Problem, dass ich die Sache verstehe. Es ist einfach das Problem, dass es super schwierig ist, das zu timen. Nicht zu timen stimmt gar nicht. Das ist hier aber das Ding, dass der Charakter super, super verspätet abspringt immer. Und das seht ihr ja selber gerade. Du drückst zum selben Zeitpunkt drauf, aber manchmal springt er halt frühzeitig ab und manchmal spät. Das ist das Problem. Und hier ist das Problem. Wir müssen halt abspringen, bevor wir springen. Also bevor wir wirklich was machen. Also wir müssen springen und erst dann bewegen. Und das ist quasi vom Kopf her ziemlich schwierig, finde ich. Weil wir ja halt springen und uns dann bewegen. Macht das mal im realen Leben, dass ihr erst in die Luft geht und euch danach bewegt. Das ist so ein bisschen eine Kopfsache, glaube ich, die teilweise einem einfach schwer fällt, dass man verzögert springt einfach. Das, keine Ahnung, da habe ich so ein bisschen Probleme vom Kopf her mit. Mir klar zu machen, dass ich bitte zuerst springe und wenn ich in der Luft bin, mich dann bewege. Das hier ist auch wieder so ein Ding. Es ist super schwer zu treffen, weil ihr seht selber hier, das ist
ihr bewegt euch an so einer kleinen Glitchkante quasi. Also es gibt so ein paar Stellen, das ist die hier. Und dieser ganz weite Sprung. Und auch das hier ist auch so ein bisschen tricky, ihr seht es ja selber. Also das ist auch nicht schwer, die Stelle. Das Schwierige daran ist, dass man einfach kaum an den Punkt kommt. Das hier ist sehr einfach zu sehen, weil man hoch ist. Und das ist jetzt der letzte Sprung. Nicht, es ist nicht der letzte Sprung, ich habe schon den anderen verkackt auch. Aber man sieht von der vom Winkel her, sieht man einfach nicht. Yes, man. Vom Winkel her sieht man es einfach nicht so genau. Das ist das große Problem. Aber wir haben es geschafft. Und füttern jetzt noch schnell die Pferde. Haben unsere Punkte gut zusammen. Die Pferde, warum geht ihr denn nach oben? Chloe Eagle. Hallo, was macht ihr denn? Wollt ihr mich jetzt trollen, dass ich runterfalle, Pferdis? Hallo? Ich darf euch nicht füttern. Was ist los mit euch? Boah, wir haben außen übrigens so krass laute Musik immer, weil wir haben heute Kirmes. Also wir haben das ganze Wochenende Kirmes. Ja. Und wir haben alle gefüttert und haben, können wir jetzt eigentlich können wir jetzt perfekt gucken, was wir pro Run bekommen. Ja, wir können jetzt finishen. Und gucken uns das Ganze nochmal an. Wir haben pro Run 1190. Das ist doch eigentlich eine richtig ordentliche Zahl. Das Ganze gehen wir dann auf jeden Fall nochmal als Stream dann an. Ich find's nice, also ich muss ehrlich sagen, egal wie oft ich rage darüber, es macht mir doch Spaß. Eure Meinung dazu, war doch eigentlich ein effektiver Run, oder? Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und dann versuchen wir uns dieses coole Pferd, den Gilded Clydesdale, zu verdienen. Ich kann ihn euch jetzt nochmal zeigen, denn wir sind wieder gerade im Spiel, was auch wenn es gerade ein bisschen lädt. Mal bei den Pferden. Und dann gucken wir uns die Pferde einmal an. Wo haben wir den Lightning? Da, Gilded. Und gerade lädt seine Rüstung nicht. Okay. Ja, irgendwie mag der Gilded Clydesdale gerade nicht. Die Rüstung lädt irgendwie gerade nicht von denen. Nun gut. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Do the best of what we find. If we could see